Weil vielleicht könnte es sein, dass euch das hier doch interessiert, weil das halt ein bisschen aufregender ist, sage ich mal. Wenn man stirbt, dann ist man wirklich tot. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal infiziert. Ausgeschaltete werden infiziert. Infizieren sie alle oder überleben sie, um zu gewinnen. Können wir ja auch mal spielen. Scheinen auch genug Leute zu machen. Und zwar auf der Karte Tremor. Ich bin jetzt auch an einem Freitagabend unterwegs. Das heißt, da sollten auch wesentlich mehr Leute unterwegs sein als bei der letzten Aufnahmesession. Das war nämlich gestern, also Donnerstagnacht. Da sind, glaube ich, dann auch nicht mehr ganz so viele Leute um 1 Uhr oder anderthalb Uhr, ja. Um anderthalb Uhr, um halb zwei, sind wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute on. Als jetzt zum Beispiel. Also, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, eine größere Chance, auch mal die weniger besuchten Spielmodi jetzt mal auszutesten. Wie zum Beispiel Infiziert. Hört sich auf jeden Fall interessant an. So ein Survival-Game zwar eher, also theoretisch kann es sein, dass einer am Ende ganz alleine überlebt. Wir bekommen hier alle die Standardausrüstung. Einer wird jetzt infiziert, oder was? Ich dachte eben, weil bei mir erster Infizierter steht, dass ich der erste Infizierte bin, aber so ist es nicht. Ja, geil. Damit bin ich schon infiziert. Dann war ein Messer. Scheiße! Daneben gemessert. Ach, wie viele Schüsse hat er denn? Ist doch behindert. Alter, die haben alle eine Schrot! Mann! Hey, eine 04 KD, ist das nicht schön? Jawohl, wir haben einen! Dem Bürodach. Hier quasi. Scheiße, tatsächlich. Auf jeden Fall können wir verdammt lang sprinten und da oben sind die tatsächlich drauf. Scheiße. Okay, die sind weiterhin auf den Dächern. Das ist natürlich eine ganz schlaue Taktik, aber wenn dann mal einer von der Seite kommt und du den nicht siehst, kannst du natürlich auch ziemlich schnell abgehen. Können die denn eigentlich von Entfernung erschossen werden? Ach, wir haben ein Wurfmesser. Ja, das wusste ich nicht, okay. Na, damit können wir die ja theoretisch auch aus der Entfernung erledigen. Der ist auf dem Dach, ne? Die kriegt er nicht alle down. Die kriegt er nicht alle down. Ne, ich glaube, dass man hier eine negative KD hat, ist ziemlich eindeutig, wenn man gleich am Anfang erledigt wird, so wie ich. Naja. 18-0. Ja gut, alle 18 sind fixiert. Darum geht es jetzt hier, glaube ich. Das fand ich auch schlau. Der steht genau vor ihr. Und sie schießt nicht. Und er messert erstmal daneben. Das ist auch eine gute Sache. Hey, wir haben ganze 9 Sekunden überlebt. 9 Sekunden! Wir waren der zweite Infizierte überhaupt. Das ist natürlich sehr schön. So soll das laufen. Okay, also jetzt am Anfang wissen, erstmal mit den anderen irgendwo verschanzen. Whiteout. Oh, Whiteout. Die Schneestrecke. Die hat mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn wir da beim letzten Mal mit sehr wenig Mann waren und die Strecke sehr groß ist, aber das ist zum Beispiel eine Map, die ich mir auch sehr gut zum Beispiel für die Suchen und Zerstören vorstellen kann. Weil, ja. Keine Ahnung, das ist einfach. Man hat halt diese weiße Tarnung dann im Schnee, das heißt, man kann sich recht gut verstecken und hat halt nicht so viel Gestrüpp, wo man sich verstecken kann, aber halt trotzdem viele Spots. Die Map ist riesig, also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen als eine Suchen- und Zerstören-Map.